Hallo Freunde und herzlich willkommen zurück zu Jurassic World Evolution 2. Jetzt war ich bei allen beiden anderen Folgen gerade außer Jurassic World. Hubala. Wir haben jetzt angeblich einen freien Arbeitsplatz. Erweiterte Aufrüstung. Erhöht die Chance jedes Eis um 10%. Erhöht die Aufgabenlimit von Wissenschaftlern um 1. Günstigere Genetik. Verringert die Kosten. Fügt Brutkästen zu sehen. Erweiterte Ausrüstung würde ich noch hinzufügen. So. Denn kann ich dir eigentlich auch Upgrades geben? Extraktionskapazität. Habe ich nicht freigeschaltet. Wasserkraftwerk, kann ich da noch was machen? Nee, habe ich auch noch nicht. Denn wir haben das lebensfähigen T-Rex können wir jetzt wohl synthetisieren. 60% haben wir. Großer Hunger, ungesellig und intolerant. Ich würde sein Genom modifizieren. Ich will mal ein bisschen Farbe in das Ding hier reinkriegen. Obwohl, es könnte so wahrscheinlich sehr cool ausschauen. Dann schauen wir uns mal an. Großer Hunger. Ich glaube, das sollte eher weniger sein. Ungesellig. Die sich in der Gruppe in ihrer eigenen Spezies wohler fühlen. Diese genetische Mutation hört die Dimension des Sauers, dass er Kontakt zu anderen Sauriern aufnimmt. Wenn der Saurier ein Alpha ist, senkt die. Er ist eher ungesellig. Ich kann nur zwei Modifikationen. Wie nervig ist das denn? Das ist der große Hunger. Warum darf ich nur zwei Sachen verändern? Ich will da draus intolerant, tolerant. Ja, das ist mir wurscht. Dann haben wir das größte Problem, die Ungeselligkeit ein bisschen behoben. Speichern und beenden. Wissenschaftler zuweisen. Wie es schaut, sind die besten aktuell gar nicht im Haus. Positiver Einfluss an die Dauer, Gott. Und wir müssen das T-Rex-Gehege vorbereiten. Erstens müssen wir Aussichtsplattformen nochmal errichten. Weil ich glaube nicht, dass wir da vorne noch anschließen können. Vervollständige 5% der Datenbank von Jurassic World Evolution, okay. Ich bereite einfach schon mal auch noch einen Turm hier hinten vor. Und dann haben wir echt alles abgedeckt. So. Perfekt. T-Rex, wissen wir alle, mögen Lebendfutter. Man zieht so einen See drumherum. Also ich mach. Das müsste so passen. Dann kommt hier ein Ziegenplatz rein, zwei Ziegenplatz. Gut. Warum haben jetzt Stego 1 und Stego 2 einen Kampf angefangen? Gefährlich Stufe 1. Okay, haben sich wieder aus den Zehen gekippelt, das ist gut. Schau, wie weit wandert denn der jetzt? Ich kann nichts dafür, wenn du keinen Bock hast auf das Gebiet, ne? Ich mag es nur anmerken. So, die Kramsarbeiten sind auch durch. Bedeutet, wir sollten hier in Fossilien was machen können. Jetzt haben wir einige bekommen sogar. Nein, ah. Nehmen wir die 4er vielleicht raus, tun die 6er rein, nehmen die 5er raus, nehmen den Ding rein. Dann kann ich das meiste rausholen.
Schau mal, die Dauer wurde sogar... Kann ich noch einen zweiten reintun? Okay. Maximale Genetik. 75% reduzieren. Das ist schön. Das dauert dann echt nicht mehr lange. Jetzt schauen wir doch mal nochmal in die Forschung rein. Hier im Rhein tritt noch eine Sache offen. Das hier. Und das werden wir jetzt auch noch schnell erforschen. Gebäude-Upgrades, die ein weiteres Parkfahrzeug bereitstellen. Das ist... Oh, schön. Nicht genug Geld. Oh. Ich glaube, die Kosten sind ein bisschen hochgeschossen teilweise. Hoppala. Ja, mit dem T-Rex ändert sich das wieder. Wie? Schon fertig? Eier auswählen. Großer Hunger, Stank und Intervand. Finde ich beide gut. Ich brauche Geld. Ich werde meine Schlechtesten entlassen. Sie ist leider mit 5,5 schlecht. Und wird somit entlassen. Ich will die allgemein schlechtesten, wie zum Beispiel dich. Du hast einen positiven Einfluss, aber ich muss mich leider von dir trennen. Wir haben super Teams und jetzt langsam werden aber unsere Aufgaben immer weniger. Bedeutet, wir werden jetzt anscheinend, dass wir Stück für Stück die schlechtesten entlassen. Aber ich glaube, es sollte fürs Erste ein bisschen was an dem ganzen Zeug ändern. Wie viel kostet es denn, so blöde Eier zu sondieren? 3,9. Wenn ich nur einen mache, 1,9, also 2 Millionen weniger. Hobola. Kommt aber wahrscheinlich auch davon, wenn ich so viel baue. Wie schaut es jetzt aus? Jetzt ist nochmal wieder eine Gap entstanden, die halt schon ordentlich ist. Das ist... Fotobelohnung. Weißt du was, wir schnappen uns jetzt ein Auto und machen ein paar Fotos. Naja, das ist das mobile Veterinärauto, das will ich nicht. Wo ist denn mein geliebtes Fahrzeug unterwegs? Da. Direkt steuern. Was passiert hier? Eine Herde Gallis. Fotoshooting. What the fuck? What the actual fuck? Vorsicht, aus dem Weg bitte. Er trinkt. Schau dir das an. Trinkbonus auch bitte schön, oder? Dreadnought trinkt. Futtersuche auf Wassersuche. Schläft und denkt. Weil wiederholende Spezies. Aber es sind nochmal fast 100.000. Leute, helft bitte, wir brauchen den T-Rex.
mehr, goddammit. Wiederholende Spezies. Ach, leck mich doch. Da sind Hauptgelände zurück. Gut. Dann müsste ja hier vorne. Vorsicht! Müsste hier vorne irgendwo. Machst du im Wasser? Wiederholende Folge. Ja, kannst mich mal. Hallo, das ist ein gutes Foto. Jetzt sind wir im gefährlichsten Gehege. Nope, mach das Tor wieder zu. Okay. Aber wir haben jetzt schon 1,26 Millionen. Skin wechseln? Ich wollte gerade sagen, welchen Skin soll ich denn da noch drauf tun? Upgrade-Platz. Günstigere Behandlung, zusätzliche Wissenschaftler, automatisches Auffüllen. Das finde ich super. Oh Gott, das hat mich viel gekostet. Oh Gott! Jetzt haben wir gerade ein finanzielles Problem. Einmal kurz wieder auf die Finanzen gucken. Die Sache ist, wenn ich jetzt viele Wissenschaftler entlassen anfange. Ich will mir meine 13er behalten, auf jeden Fall. Dann wäre es... Das Problem war, die ist da beschissen wiederum. Was sind denn die teuersten? Ich zahle 300.000 an Gehalt. Ihr seid teuer, das ist klar. Bist am günstigsten, bist aber relativ gut. Weil ich habe 2 Zehner? Dann schmeiße ich die teurere aber raus. Das bringt mir sehr viel. Du kostet 10.000 mehr, aber hast eine Stufe mehr. Du bist von den Ansätzen her für mich uninteressanter. Deswegen entlassen wir dich. Ich finde geil, die kostet 10. Hat hier eine 10, aber okay, ja, sonst ist er halt relativ bashing, Debatt. Ja, ja. 4, 5, 10. Die Frage ist, brauche ich jemals 10 auf... Ding, das ist die andere Sache, ne? So, jetzt schauen wir, wie sich jetzt das ganze Gehalt entwickelt. Ich muss dann vielleicht mal aufschlüsseln, was mich was kostet und ob ich irgendwo was reduzieren könnte. Wahrscheinlich kosten die mich auch einen massiven Dollar. So. Na komm, zeig, was ich brauche. Dann fahr da raus und zwar schnell. Ich bleib auch immer in dem Gehege drin stehen. Huch!
Da haben mich angegriffen. Ich weiß bloß nicht, wohin. Wo fährt denn der jetzt hin? So. Also bei 1-1. Okay. Das war nochmal ein Big Lap. Wir haben 297% mehr wie als zum letzten Monat. Okay, das ist eine Ansage. Was sind unsere ganzen Minus? Forschung haben mich in letzter Zeit viel gekostet. Ausmalen? Achso, ja, das kostet auch. Expeditionen. Was kostet mich Saurierausbrütung? Hat mich viel gekostet. Eine Mille fast. Genetische Modifikation. Ja, okay, ich muss doch übertreiben. Das Wissenschaftlertraining hat mich 2,5 Millionen gekostet. Ich habe 7 Millionen ausgegeben letzten Monat. Und die Wissen, also ich habe letzten Monat 3 Millionen für Wissenschaftler ausgegeben. Diesen Monat habe ich großteils entlassen. Aber was ist denn, es muss doch noch irgendein Gebäude. Ich habe viel ausgegeben, kann das sein? Ich habe sehr, sehr, sehr viel ausgegeben. Aber ja. Ich würde einfach sagen, ich tue bis zur nächsten Folge Geld sammeln, damit wir den T-Rex brüten können und den ganzen Rest. Vielleicht tun wir noch ein bisschen was forschen. Also alles das Uninteressante machen. Und dann in der nächsten Folge schauen wir, dass wir alles brüten und Stück für Stück vorankommen in der Situation. Also, vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Also, bis dann. Ciao.